nächsten Punkt Nr. 15 vor uns. Mehrbedarf für soziale Leistungen im Jahr 2024. Ich würde Frau Dr. Kaufmann noch mal bitten, kurz uns die Vorlage einzubringen. Dann haben wir Änderungsanträge von AfD und interfraktionell da. Die könnten dann eingebracht werden. Und wir beginnen mit der Fraktionsrunde mit der CDU-Fraktion, damit Sie sich schon mal vorbereiten können über den Ablauf. Bitte schön, Frau Dr. Kaufmann, zur Einbringung. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, liebe Zuhörende, man könnte sagen, dass diese Mehrbedarfsvorlage ein Ausdruck ist der aktuellen Herausforderungen, vor der die kommunale Familie, die Kommune Stadt Dresden stehen. Wir haben eine Doppelhaushaltsführung in der Landeshauptstadt Dresden. Als wir den aktuellen Doppelhaushalt aufstellten, war Krieg, war Inflation, waren Preissteigerungen als solches noch kein Thema. Im Laufe der vergangenen beiden Jahre haben wir erlebt, dass all diese Themen auch auf uns zurückfallen und von uns als Kommunen bewältigt werden. Die erste Sitzung des Finanzausschusses gemeinsam mit einer Sondersitzung des Sozialausschusses letzte Woche Montag zeigt, dass die Herausforderungen finanzieller Natur sind, die wir hier gemeinsam bewältigen müssen. Finanzieller Natur dergestalt, dass wir Mehrbedarfe in sehr hoher Millionenhöhe, nämlich insgesamt über 82 Millionen, stemmen müssen. Diese Mehrbedarfe sind ausschließlich Pflichtleistungen mit einer Ausnahme. Pflichtleistungen stehen Menschen zu, die arm sind, die behindert sind, die quasi nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Als wir die Vorlage verfasst haben, sind wir nicht von den Kostensteigerungen und auch in Teilen von der Steigerung des Personenkreises, die wir begleiten, ausgegangen. Sie sehen hinter sich einen Chart, der im Grunde genommen Ihnen grau links immer noch mal die Beschlusspunkte darstellt. Die größten Steigerungen finden wir im Bereich der sogenannten Eingliederungshilfe. Das sind Maßnahmen, die Kindern mit Behinderung zustehen, vornehmlich, damit sie als Teil einer inklusiven Gesellschaft ganz normal in Krippen, in Kitas, in Schulen teilnehmen können und Assistenzleistungen wahrnehmen, die natürlich auch zu finanzieren sind. Es geht um einen Aufwuchs an persönlichen Budgets, die behinderten Menschen zustehen, aber auch Pflegefamilien, die wir für Kinder mit Behinderung in der Stadt finden und auch ausfinanzieren. Aufgrund der Situation des Krieges in der Ukraine haben wir viele, viele Menschen in die Stadt integriert, die von heute auf morgen im Grunde genommen als grundsicherungsempfangende Haushalte von uns begleitet wurden und ein Recht auf Kosten der Unterkunft und damit ein Mietrecht haben. Wir zahlen die Kosten der Unterkunft hierfür. Diese Kostensteigerungen sind also durch einen wachsenden Bedarf an Menschen, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, aber auch auf steigende Mieten zurückzuführen, auf steigende Nebenkosten, die zu begleichen sind und damit auf eine Kostensteigerung insgesamt. Sie sehen bei Beschlusspunkt 2, Hilfe zur Gesundheit, das sind Menschen, die keine gesetzliche Krankenversicherung haben. Und hier zahlt die Stadt zu 100% die Krankenkosten aus, in nicht unerheblichem Maße. Hilfe zur Pflege, denke ich, ist uns allen bewusst. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft, wir haben zunehmend pflegebedürftige Menschen, wir finanzieren zunehmend fairer Pflegefachkräfte. Das schlägt sich nieder auf Heimkosten und Pflegekosten. Wer diese Kosten nicht selbst tragen kann, kann sich Hilfe zur Pflege bei der Kommune holen.
mit entsprechenden Kostensteigerungen. Der Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt betrifft ältere Menschen, deren Rente nicht ausreicht, um normal in der Stadt leben zu können. Das ist die Ihnen bekannte Sozialhilfe. Die einzig wirklich freiwillige Leistung, die wir an dieser Stelle begleiten, ist der Beschlusspunkt 7, das ist der Dresden-Pass. Und hier insbesondere die Mobilitätshilfe, die Sie auch per Stadtratsbeschluss im Frühjahr letzten Jahres um das Deutschland-Ticket erweitert haben. Wir haben damals rund 14.000 Nutzende gehabt. Zur Vorlagenerarbeitung waren es über 17.800 Menschen. Momentan sind es über 19.500 Menschen, die den Dresden-Pass und damit das Deutschland-Ticket oder die Abo-Monatskarte nutzen. Wir als Kommune zahlen hiervon 50% der laufenden Kosten pro Monat und die entsprechenden Gelder hatten wir damals mit Beschluss des Haushaltes natürlich nicht eingepreist. Insofern haben Sie hier heute eine sehr teure Vorlage, die es Menschen ermöglicht, mithilfe von Pflichtleistungen, aber auch einer freiwilligen Leistung am sozialen Leben teilzunehmen. Uns ist klar, dass an dieser Stelle das Konnexitätsprinzip nicht mehr wirkt, dass wir Leistungen nicht mehr ausreichend als Pflichtleistungen ausfinanziert bekommen und damit die solidarische Finanzierung zwischen Bund, Land und Kommune nicht mehr wirksam ist. Insofern finden Sie auch den Beschlusspunkt 10 in der Vorlage, dass wir uns stark machen in der kommunalen Familie, dass eine Refinanzierung von Sozialleistungen wieder fair stattfinden wird. Ich möchte Ihnen aber auch einen letzten Punkt nicht verschweigen, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt diese Vorlage nicht zu 100% ausfinanzieren können. Insofern beschließen wir heute einen Teil 1. Sie werden noch weitere 25 Millionen mehr Bedarfe, die insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und im Bereich der Kosten der Unterkunft, der Wohnkosten für einkommensschwächere Haushalte im SGB 12 und 2 resultieren, im Laufe des Jahres vorgelegt bekommen. Wir haben die Kosten nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und ich bitte Sie heute um Votierung dieser Vorlage. Vielen Dank. So, vielen Dank für die Einbringung. Damit kommen wir jetzt zu den Änderungsanträgen. AfD-Einbringung jetzt in der Fraktionsrunde. Dann gibt es noch einen Ergänzungsantrag PVP und SPD. Herr Dr. Schulte-Wissmann, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal, auf der Tribüne und draußen im Stream. Bei dieser Vorlage, wir haben es eben gesehen, geht es um ganz schön viele Mehrbedarfe. Aber bei all diesen Mehrbedarfen fehlt etwas. Deswegen haben wir, also SPD-Fraktion und PVP-Kooperation, eine Ergänzung gestellt. Es ist nämlich tagesaktuell, wirklich, es duldet keinen Aufschub. Es ist fast schon 11:45 beim Sozialticket. Das Sozialticket ist quasi an den Dresden-Pass gebunden. Wer nicht so viel Geld hat oder wer viele Kinder hat oder wer älter ist, kann dann den Dresden-Pass bekommen und damit hat man auch die Möglichkeit, ein um 50% verbilligtes Dauerkartenticket von der DVB zu bekommen. Das Sozialticket gibt es seit 2015 und ist seitdem in vielen Menschen, also ist eine gute Tradition geworden. Es ist auch sehr, sehr beliebt, denn über 20.000 Menschen benutzen das Sozialticket und all die denken, dass es so jetzt weitergeht. Jetzt haben Herr Engel und ich in der Sitzung gestern herausgefunden bzw. gehört, dass das Sozialticket, so wie es jetzt all die Jahre war, schon gekündigt ist.
Zum 31.12.2024, also ungefähr in 3,5 Monaten, läuft das Sozialticket aus. Und die DVB wird, wenn wir heute nicht was machen, wird die sehr bald Briefe an 20.000 Leute schicken und sagen, tut mir leid, aber im nächsten Jahr haben Sie das Sozialticket nicht mehr so. Und diese 20.000 Menschen, die überwiegend auch Wählerinnen und Wähler sind, die werden dann erstmal natürlich in einen Schock verfallen. Weil es kommt für Sie aus heiterem Himmel, dass Sie jetzt nicht mehr 25, sondern wahrscheinlich 40 Euro oder mehr bezahlen müssen für Ihre Mobilität. Und für viele Menschen wird es auch dann schlicht und ergreifend heißen, das war's dann jetzt mit meiner Mobilität. Und diese Menschen sind alle davon betroffen. Und deswegen haben wir jetzt eine Ergänzung gestellt, nämlich, dass das Sozialticket, die Kündigung, um ein halbes Jahr aufgeschoben wird. Warum? Weil wir jetzt im November, also gleich, über den Haushalt reden. Wir reden über den Haushalt und da kommen alle Sachen auf den Tisch. Da kommen soziale Sachen, da kommen Verkehrssachen, da kommt Kultur, alles, überall ist zu wenig Geld da, klar. Aber der Punkt ist, dass wir in den Haushaltsverhandlungen alles auf den Tisch legen und dann Sachen aussuchen und dann sagen müssen, schweren Herzens, ja, das geht nicht, das geht nicht und das geht. In den Haushaltsverhandlungen ist der Punkt, wenn man denn eine politische Mehrheit findet, das Sozialticket zu töten. Es ist aber nicht der Punkt, es einfach so non passant jetzt geschehen zu lassen. Und Sie heute haben hier alle jetzt die Möglichkeit, dem Sozialticket ein halbes Jahr zu geben. Ein halbes Jahr, für mehr verlange ich nicht. Ich verlange nicht mehr. Der Antrag verlangt einfach nur, verlängern wir das, was sowieso schon fast ein Jahrzehnt läuft, um ein halbes Jahr, um im Haushalt in Ruhe gucken zu können, ob es nicht Möglichkeiten gibt, das Sozialticket in der heutigen Form zu halten. Und ein deutliches Wort, wer heute dieser Verlängerung nicht zustimmt, wer heute dieser Verlängerung nicht zustimmt, der sagt, natürlich, ich, noch nicht mal ein halbes Jahr gebe ich dem Ding, der sagt auch, ich gebe das auch in den Haushaltsverhandlungen keine Chance, aber der sagt auch, warum macht man das? Der sagt auch, mir sind schlicht und ergreifend die Menschen, die wenig Geld haben, die älteren Leute, die wenig Geld haben, die Familien, die, weil sie halt viele Kinder großziehen, auch wenig Geld haben, die einen Dresden-Pass bekommen, eure Mobilität ist mir scheißegal oder ist es mir auch egal, ob ihr dann ab Januar 60% oder mehr für eure Mobilität bezahlen müsst oder ist es mir auch egal, ob ihr überhaupt noch Mobilität habt. Meine Damen und Herren, ich verlange oder ich beantrage oder ich bitte oder ich flehe schlicht und ergreifend um ein halbes Jahr. Ja, man kann auch den Weg der Enthaltung gehen, vielleicht reicht das dann. Und wenn nicht, dann bitte alle da draußen zugucken, wer da oben jetzt gleich das Sozialticket, wie wir es seit bald einem Jahrzehnt haben, in Dresden töten wird. Dankeschön. So, und damit steigen wir jetzt ein in die Fraktionsrunde. CDU beginnt, Herr Lehmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Wir haben es in der Einführung zur Vorlage gehört. Wir reden heute über nicht über 82 Millionen, das ist die Gesamtsumme, die die Verwaltung ermittelt hat, sondern wir reden heute im ersten Schritt erstmal über 57 Millionen Euro Mehrausgaben für größtenteils Pflichtaufgaben in der Landeshauptstadt Dresden im sozialen Bereich. Und ich möchte an der Vorlage nochmal zwei ganz klar und deutliche Kritikpunkte äußern. Der Punkt 1, und der geht ein Stück weit an die Verwaltung. Wir haben hier eine Vorlage, die trägt das Datum 14. August. 14. August 2024 und wird mit Eilbedürftigkeit hier durch die Gremien gejagt und wir entscheiden heute über die Mehrbedarfe von 57 Millionen. Ich denke, das geht so nicht. Wir reden über Pflichtaufgaben und da bedarf es auch ein Stück weit eines Monitorings, eines Controllings und auch ein gewisses Forecastings, damit man eine Idee hat, wann sind denn die eingestellten Mittel und wir haben es ja gehört, dass die eingestellten Planungen im Doppelhaushalt ein Stück weit in der Vergangenheit lagen und die
die Zeiten sich mittlerweile geändert haben, dass man da quasi ein Gefühl hat, wann sind die Mittel alle und man kann frühzeitig reagieren und nicht hier innerhalb von einem Monat. Von daher erwarte ich einfach, dass die Kommunikation in Zukunft ein Stück besser wird und dass wir auch über Budgetverbräuche und über Prognosen in den Ausschüssen reden werden. Ja, und Punkt 2 wurde auch schon genannt, das Konnektivitätsprinzip. Es muss gelten, wer bestellt, der bezahlt. Und das sehen wir im Moment in den ganzen Sozialleistungen nicht. Wohngeld, Bürgergeld, Deutschlandticket, alles Punkte, die zum Teil hier in die Mehrbedarfe einfließen, die vom Bund, die in Berlin bestellt werden und die dann quasi letztendlich hier in der Kommune ausfinanziert werden. Und aus diesem Grund stelle ich hier noch mündlich einen weiteren Ergänzungsantrag, aber der ist so einfach, den bekommen Sie auch mit. Das ist nämlich der Punkt 10, wo es darum geht, dass sich der Oberbürgermeister nicht nur beim Freistaat dafür einsetzen soll, sondern auch gegenüber dem Bund. Das fehlt nämlich noch aus unserer Sicht als wichtiger Punkt, dass wir dort auch aus Bundesmitteln eine Finanzierung bekommen. Ja, es handelt sich um Pflichtaufgaben dieser Stadt. Von daher werden wir auch dieser Vorlage, so wie sie uns von der Verwaltung vorgelegt ist, zustimmen. Aber wir sollten nie vergessen, 57 Millionen oder in Summe 82 Millionen, das fehlt dann vielleicht bei Schulsanierungen, bei Kindergärten, beim Thema Bädern oder wir hatten heute 2 Stunden die Diskussion über Infrastrukturprojekte in unserer Stadt. All das dürfen wir in Zukunft auch nicht vernachlässigen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Mittel vom Bund bekommen. Die Leute, die das Thema, die Themen bestellen, die sollen letztendlich auch für die Finanzierung sorgen. Zu guter Letzt würde ich dann am Ende der Diskussion nochmal die Frau Dr. Kaufmann bitten, zum Thema Sozialticket vielleicht noch was zu erzählen, weil diese Umwandlung, so wie wir sie heute auch mit beschließen, haben wir ja vor einem halben, dreiviertel Jahr schon mal diskutiert, auch im Rahmen des Deutschlandtickets. Da würde mich nochmal die Einschätzung der Verwaltung interessieren. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in dem Beitrag von dem CDU-Kollegen sind jetzt ganz schön krass konsumtive gegen investive Ausgaben ausgespielt worden. Ja, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, das weiß man immer alles. Man kann aber auch Investitionen über Kredite finanzieren, Stichwort Schuldenbremse, dann hat man auch Geld zur Verfügung, um neue Sachen zu machen und muss nicht die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen quasi gegen und soziale Politik ausspielen gegen wir haben grundsätzliche Infrastruktur. Denn das muss man ja auch sagen, der Bund, auch das Land bestellt soziale Politik ja nicht aus Spaß, sondern weil wir daran glauben, dass es das Recht aller Menschen gibt, an dieser Gesellschaft gleichberechtigt teilzuhaben. Und das muss von einem Sozialstaat, wie wir ihn von Ludwig Erhard geerbt haben, große CDU-Politiker, vernünftig ausfinanziert werden. Und gleichzeitig haben Sie aber recht, Land und Bund müssen ihre Pflichtaufgaben vernünftig ausfinanzieren. Und mir ist aber schon aufgefallen mit Blick auf die Vorlage, und da möchte ich jetzt mal auf ein Detail noch mal eingehen, wo ich mich tatsächlich auch als Bildungspolitikerin sehr ärgere, wenn ich auf die große Anzahl der Schulassistenten gucke, die wir ausfinanzieren, dann frage ich mich schon, was ist hier eigentlich schiefgegangen, dass so viele einzelne Schülerinnen und Schüler eine individuelle, weitere erwachsene Person in ihrem Schulalltag brauchen, die sie quasi begleitet? Richtig, Frau Arnert, das ist Inklusion. Und was ist bei der Inklusion schiefgegangen? Wir haben 28 Kinder in der Klasse sitzen und wir haben nicht genug Lehrkräfte. Und das ist CDU-Bildungspolitik. Inklusion würde viel besser funktionieren, wenn wir einen kleineren Klassenteiler hätten, wenn pädagogische Kräfte die Möglichkeit hätten, auf heterogene Schülerinnen und Schüler tatsächlich einzugehen. Das hätte man vor 10, vor 15 Jahren, das ist CDU-Bildungspolitik, die wir hier reparieren auf kommunaler Ebene, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist tatsächlich ja ein Problem und das haben wir übrigens in den Kitas genauso. Wenn wir in den Kitas den Personalschlüssel verbessern, haben die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas natürlich viel besser die Möglichkeit, auf individuelle Bedarfe einzelner Kinder einzugehen. Denn nicht alles ist ja immer tatsächlich
sozusagen ein grundlegendes Problem. Vieles lässt sich auch im pädagogischen Alltag durchaus lösen, wenn man eben die Kapazitäten dafür hat. Aber das ist tatsächlich wichtige Landespolitik. Wir sind jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Der Personalschlüssel für die Kitas muss angefasst werden. Wir müssen an den Klassenteiler ran. Das haben wir hier auch im Schulnetzplan besprochen. Und dann brauchen wir, das ist meine feste Überzeugung, auch weniger Schulassistenten und müssen weniger an kommunaler Stelle heilen und müssen auch weniger so tun, als sei das jetzt sozusagen so ein was wir sozusagen tun müssen, um irgendwie die armen Menschen jetzt irgendwie mitzuzerren, sondern wir verstehen es dann tatsächlich als selbstverständliche Aufgabe, dass jedes Kind in unserer Gesellschaft die Förderung bekommen muss, die es verdient, um den bestmöglichen Schulweg, um den bestmöglichen Bildungsweg zu gehen. Vielen Dank. Und beim Sozialticket, das vielleicht noch als letzten Satz, stimmen wir natürlich gern zu, nicht nur wegen des flammenden Appells gerade, sondern davon waren wir schon vorher sehr überzeugt. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Frau Anke. Geht vor die Tür, bitte. Danke. So, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Menschen, die da oben sitzen, liebe Leute im Stream, worüber reden wir hier? Wir reden über eine kommunale Pflichtaufgabe. Wir müssen das Geld also ausgeben. Darauf müssen wir schon, aber egal. So, aber was ich hier eigentlich machen möchte, ist, ich möchte, dass wir über den Punkt 12 separat abstimmen. Weil dieser Punkt ist ein bisschen sinnlos. Man, die Informationen, die die CDU haben möchte, die kann sie einfach haben, wenn sie sich bestimmte Dokumente durchliest oder wenn sie im Finanzausschuss aufpasst. Für mich, für uns fühlt es sich ein bisschen an, für uns fühlt es sich ein bisschen an wie eine persönliche Vendetta gegenüber Frau Dr. Kaufmann. Und da bitten wir darum, dass Sie diese Vendetta einfach nicht unterstützen und deswegen Punkt 12 separat abstimmen. Und es ist echt ein bisschen verstörend, wenn die Herren hier vorne reinreden. Das ist eine neue Erfahrung. Anyway, wir bitten darum, dass Sie dem Mehrbedarf natürlich zustimmen. Und wie gesagt, dem Punkt 12 bitte nicht zustimmen. Dankeschön. Als nächstes Team Zastro das Wort gewünscht. Sieht nicht so aus. Dann BSW, Herr Deventier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Mehrbedarfe für soziale Leistungen sind zu einem Großteil Pflichtaufgaben, die wir zu leisten haben, wie bereits mehrfach gehört. Darüber muss nicht diskutiert werden. Für den kleinen Teil, wo wir kürzen könnten, träfe es zumeist jene, die schon die größten finanziellen Probleme haben. Das machen wir nicht. Der Vorlage werden wir somit zustimmen. Aber diese Vorlage ist nur der Vorgeschmack auf die großen finanziellen Probleme, die nun die Stadt Dresden haben wird. Und die unweigerlich zu Mittelkürzungen im Sozialen, bei Kultur und Bildung und vielem Weiteren führen wird. Die Debatte dazu hat längst öffentlich begonnen, bevor der Haushaltsentwurf zumindest uns vorliegt. Da möchte ich am Beginn der Diskussion über die jeweiligen Mittelkürzungen kurz darauf hinweisen, warum wir dieses Defizit vor uns sehen. Über die Ursachen ist bisher nicht gesprochen oder sehr wenig und geschrieben worden. Frau Dr. Kaufmann hat es kurz erwähnt, sie liegen in der Sanktions-, Migrations-, Energiepolitik der letzten Jahre. Man kann sicherlich unterschiedliche Meinungen über diese Politik sein. Es gibt natürlich immer auch gute Gründe dafür. Aber wir müssen den Betroffenen der kommunalen Kürzungen dies auch klar benennen. Wohin die Gelder sind, die ihnen nun nicht mehr zur Verfügung stehen. So ehrlich sollte man sein. Die BSW-Fraktion wird sich der Diskussion über den Haushalt nicht verschließen, aber wir werden immer die Ursachen nennen, woher unser nun strukturelles Defizit kommt und warum so viele Menschen, Vereine und Veranstaltungen nun wichtige öffentliche Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Vielen Dank. Fraktion Die Linke das Wort gewünscht. Herr Kiesling, bitte. Verehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, in einem schließe ich mich der Kritik des CDU-Kollegen an.
Wir haben eine Geschäftsordnung und die Geschäftsordnung sagt, einfache Angelegenheiten, da können wir auf die erste Lesung verzichten, aber ich weiß, es ist mein Steckenpferd, aber das ist keine einfache Angelegenheit, da hätte man es nicht tun sollen. Nun ist es aber so und wir haben hier die Vorlage und das Erste ist, diese Vorlage hat auch gute Seiten, oder? Hat die jemand von Ihnen entdeckt? Wir haben für richtig viele Menschen in dieser Stadt die Situation in ihrem Leben verbessern können. Das ist doch eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Dieser Staat hat also eine soziale Seite. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn irgendwo eine Bundesebene oder irgendwo eine Landesebene soziale Verbesserungen beschließt und wir in der Finanzierung hinterherrennen. Aber den konkreten Menschen, denen hilft es. Und das muss man erstmal als positiv bezeichnen. Ja? Und ich will ganz kurz noch, Agnes, zu dir sagen, die Schulassistenzen sind eben nicht nur schwierige Kinder, wenn du in der Vorlage siehst, auch behinderte Kinder. Ja? Und viele behinderte Kinder zum Beispiel könnten bei egal welchem Klassenteiler ohne Schulassistenz da nicht hingehen. Kann man da drin lesen. Und deswegen glaube ich, muss man sagen, wir verbessern die Situation für Menschen, die ausgeschlossen sind, aus materiellen Gründen, aus körperlichen Gründen. Wir verbessern die Situation, das kostet Geld. Wahrscheinlich wird es an manchen Stellen immer viel Geld kosten. Und wir bemühen uns als Kommune, dieses Geld aufzubringen. Und richtig ist, dass man natürlich laut gegenüber Land und Bund fordern muss, bitte, die Kommunen sind überfordert. Und wenn schon Dresden überfordert ist, wie wird es dann den Kommunen um uns herum gehen, die schon seit vielen Jahren am Existenzminimum der kommunalen Selbstverwaltung kratzen? Und dann erhoffe ich mir von meinem Bürgermeister, dass er richtig laut spricht, ob man das nun beschließt oder nicht. Und leider höre ich an dieser Stelle relativ wenig von ihm. Ich höre vieles von ihm, ja, dass 18 Jahre feiern gut sind, das höre ich ganz oft. Ja, aber ich höre eben wenig lautstarke Worte gegenüber Land und Bund. Zum Land sage ich, ja gut, wir haben ja viele Parteien, drei genau, die offensichtlich jetzt antreten, Regierung zu werden. Bitte diesen drei Leuten, die da jetzt verhandeln, nehmt es mit. Nehmt die Interessen dieser Stadt mit, nehmt die Interessen dieser Kommunen mit, öffnet bitte die Geldschleusen, damit wir hier eben nicht auf den Kosten sitzen bleiben, die auf der anderen Seite dringend notwendig sind, um für viele Menschen das Leben besser zu machen. Für uns in der Stadt sage ich was anderes. Ich sage, wir stoßen jetzt, weil wir diese Kosten ja fortschreiben in die Folgehaushalte, wir stoßen jetzt an die Grenzen unserer dogmatischen Haushaltspolitik. Das ist doch das Problem, dass auf Bundesebene, auf Landesebene und hier in der Stadt dieselben Dogmen herrschen. Die heißen immer, wir hatten noch nie so viel Geld, noch nie hatten wir so viel Geld. Wir müssen an den Ausgaben kürzen. Ja, wir hatten noch nie so viel Geld und wir hatten im Gegenzug auch noch nie so viele Lasten. Und es ist eben ein Kreislauf von dieser Frage. Und das sind Dogmen da, die heißen, wir wollen auf keinen Fall, ich mache ein Beispiel, auf keinen Fall an die Gewinne der Sachsenenergie. Ist doch ein großes Dogma, oder? Tragen wir doch immer rum. Da könnte aber was zu holen sein. Oder wir wollen auf keinen Fall Kredite aufnehmen. Viele von Ihnen habe ich gesehen im Steierstadion. Waren Sie da bei der Eröffnung? Das war kreditfinanziert. War es wehgetan? Nö, hat nie wehgetan. Da drüben steht das neue Verwaltungsforum. Kreditfinanziert, ein Dogma im Haushalt, wir wollen keine Kredite aufnehmen. Und nur ganz versteckt sind wir mal bereit, da die kommunale Kasse zu entlasten. Denken Sie drüber nach, Grundsteuer, gerade im Finanzausschuss. Wir wollen auf keinen Fall die Grundsteuer erhöhen. Die ist zwar seit Jahrzehnten erhöht worden in dieser Stadt. Ich las in ganz geheimen Papieren, dass da die Inflation seit um über 50% gestiegen ist und die Grundsteuer ist gleich geblieben. Da könnten wir mal drüber nachdenken. Ein Dogma, es ist ein reines Dogma, dass wir die Grundsteuer nicht erhöhen. Das heißt, lassen Sie uns nicht nur über die Ausgabenseite reden, lassen Sie uns auch über die Einnahmeseite reden. Ich glaube, für diese Gesellschaft sind viele Einnahmen, die wir erzielen können, weniger schlimm als das, was wir hier an manchen Stellen an Sparvorschlägen haben. So viel dazu. Und zum Dresdenpass sage ich nur eins. Dresdenpass, wir werden ihn bis zum Schluss verteidigen. Und zwar in dem Leistungsumfang, den er jetzt hat. Da ist der AfD-Antrag hier extrem gefährlich. Die AfD, die sich in der Öffentlichkeit schon geäußert hat, dass sie an die Leistung für Arme ran will, sagt hier mit einem trojanischen Antrag, ja, wir bekennen uns, aber rechnet nochmal neu, es könnte weniger werden für die Bedürftigen. Das sagen sie in Wahrheit. Und selbstverständlich stimmen wir mit wehenden Fahnen dem Antrag von SPD und PVP zu, weil richtig ist, das Sozialticket muss in der jetzigen Form erhalten bleiben. So viel dazu, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. FDP das Wort gewünscht. Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in der gemeinsamen Ausschusssitzung einen Kompromiss, also was heißt ein Kompromiss, wir haben einen Beschluss gefasst mit sehr großer Mehrheit in einer relativ sachlichen Diskussion.
basierend auf der Einsicht, dass, wie Frau Dr. Kaufmann das gerade schon hier dargelegt hat, es sich eben letztendlich um eine Vorlage handelt, bei der wir keine Wahl haben. Was uns aber im Klaren, worüber wir uns im Klaren sein müssen, ist, bei aller Diskussion, ja, der Bund bestellt, das Land bestellt, irgendjemand anders bestellt, die müssen das bezahlen. Stellen wir uns noch mal eine andere Frage, warum bestellen wir denn als Stadt, wenn wir schon wissen, dass was andere bestellt haben, können wir schon kaum finanzieren, warum bestellen wir denn dann als Stadt noch viel mehr? Das ist doch die Frage, die man sich am Ende stellen muss an dieser Stelle. Und des Weiteren werden wir, wie gesagt, dem Votum des Ausschusses zustimmen. Wir werden auch dem Punkt 12 zustimmen, der dieses Monitoring beinhaltet, aus einem ganz einfachen Grund. Wir wissen, dass der Geschäftsbereich Soziales im Haushalt, wie auf allen anderen politischen Ebenen, ja der größte Posten ist. Und natürlich muss man bei dem größten Posten mit der größten Ausgabensteigerung regelmäßiger hinschauen. Ich denke mal, das ist allein das ist unsere Pflicht, um auch zu sehen, wie entwickelt sich denn der Haushalt, insbesondere auf die zusätzlichen Belastungen, die aufgrund des Ereignisses von dieser Woche auf uns zukommen. Wir werden daher auch diesen AfD-Antrag, der den Haushaltsverhandlungen wirklich meilenweit vorausgreift, ablehnen. Beim Antrag der SPD und Piraten wird es bei uns kein einheitliches Stimmungsbild geben. Sind wir natürlich auch ein bisschen hinhergerissen. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, müssen wir uns alle die Frage stellen, was können und wollen wir uns hier noch leisten? Was wollen und können wir als Stadt noch an dem hohen sozialen Standards, die schon vom Bund und vom Land kommen, noch draufsatteln? Ich denke, da müssen wir bei der nächsten Haushaltsstellung ganz kritisch und ganz genau hinschauen. Vielen Dank. Wird PVP das Wort gewünscht? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, werte Kolleginnen sowie Menschen vor Ort und im Stream, wir haben schon viel gehört, um welche Mehrbedarf es überhaupt geht. Größtenteils Aufwendung für Pflegefamilien, Schulassistenten, heilpädagogische Förderung im Hort, Ferienbetreuung für Kinder und so weiter. Ganz viele Hilfen zur Gesundheit und zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege und auch viele Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe, insbesondere für Kinder. Natürlich geht es auch um gestiegene Kosten für die Unterkunft, insbesondere wegen der gestiegenen Betriebskosten und Nachzahlungen. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Nachzahlungen jeweils aussahen, hat man in jedem Fall spüren können. Worum geht es mir eigentlich? Es haben schon viele gesagt, ja, es sind Pflichtaufgaben, kann man faktisch eh nichts tun. Worauf ich hinaus will, ist, es sind Leistungen, auf die Menschen einen Rechtsanspruch haben. Einfach weil sie existenzsichernd sind und weil sie ein sowieso viel zu kleines Mindestmaß an Teilhabe und Gesundheit garantieren können. Also nicht einfach nur, oder haben wir keine Wahl, sondern das sind Grundrechte. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal auf staatliche Gelder angewiesen waren. Das sind keine Nettigkeiten aus staatlichen Kassen, das sind auch keine Almosen. Das sind Grundrechte und fast ausschließlich gesetzliche Mindestmaße, über die wir hier reden. Damit lebt es sich, aber es lebt sich nicht automatisch gut damit. Und genau deshalb ist es für mich auch Mindestmaß, dass die einzige nicht verpflichtende Maßnahme in dieser Vorlage, der Dresdenpass, insbesondere mit dem vergünstigten Verkehrsticket, auch einfach in Zukunft erhalten bleibt. Denn auch damit ist lediglich ein Mindestmaß an Teilhabe gesichert. Damit lebt es sich noch immer nicht gut, aber immerhin ein Stückchen besser. Und das sollte doch für die finanziell Benachteiligten unserer Gesellschaft irgendwie möglich sein. Dankeschön. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die AfD-Fraktion, Frau Walter. Die erste Debatte, echte Debatte im neuen Stadtrat, und wir sind wieder voll im Ideologiezirkus, Herr Kiesling, danke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, die Vorlage der Verwaltung hat es in sich. Mehr als 27,3 Millionen zusätzlicher Mehrbedarfe für soziale Leistungen sollen wir heute beschließen, 25 Millionen demnächst, wie Frau Dr. Kaufmann ausführte. Überwiegend, das wurde oft genug jetzt schon gesagt, handelt es sich um die sogenannten Pflichtleistungen, welche zumeist der Bund, aber auch das Land gesetzlich die Kommunen zur Umsetzung verpflichtet. Allerdings macht man sich genau dort bei der Refinanzierung einen eher schmalen Fuß und stellt sich dann mit diesem auch noch auf die eh schon lange Leitung.
Das heißt, die Kommunen haben mittlerweile gewaltige Lasten vorzufinanzieren. Das gilt auch für Dresden, wo nicht nur das Wasser der Elbe steigt, sondern auch das Wasser zum Hals der Stadtspitze. Wie es den Hiobsbotschaften, ich sage nur Liste der Grausamkeiten, zum Haushalt aus dem Bereich des UB zu entnehmen ist. Angesichts maroder, zusammenbrechender Infrastrukturen und der weiterhin stark steigenden Kosten in allen Bereichen kann ich an Sie, Herr Hilbert, nur dringend appellieren, sich nicht nur mit Vehemenz beim Gesetzgeber für eine auskömmliche sowie vor allem für eine planbare und zeitnahe Finanzierung der bestellten Leistung einzusetzen, sondern darüber hinaus sich mit einem ehrlichen Kassensturz im Haushalt transparent zu machen. Aber zurück zur Vorlage. Neben den Pflichtleistungen gibt es zumindest eine Leistung in dem vorliegenden Mehrausgabenpaket, die freiwillig ist und deren Kosten in den letzten Jahren ebenfalls massiv gestiegen sind. Der Dresdenpass kostete die Stadt vergangenes Jahr 2,4 Millionen Euro. Jetzt ist es ein Betrag von 6,1 Millionen Euro, der veranschlagt ist. Für das darin inkludierte Sozialticket erwartet die SPD P und noch was, lerne ich noch, erwartet die SPD entsprechend ihrer Begründung im Ergänzungsantrag sogar 11 Millionen Euro. Ich empfinde es als dramatisch, dass insbesondere Rentnerinnen und Rentner, junge Familien und Alleinerziehende immer mehr auf zusätzliche soziale Leistungen angewiesen sind und damit auch von diesen abhängig geworden sind. Denn, liebe Kollegin, liebe junge Kollegin von der BVB, die meisten dieser Menschen haben kein Interesse an diesen Leistungen. Die würden gern von dem, was die in ihrem Leben erarbeitet haben, gut leben. Ich empfinde es als beschämend für unser Land, dass eine lebenslang erarbeitete Rente nicht mehr ausreicht, um den Lebensabend würdevoll zu finanzieren und dass die Kosten für Familien, insbesondere mit niedrigen Einkommen, explosiv steigen. Von daher ist es für uns auch selbstverständlich, jenen Gruppen, für die der Dresdenpass originär auch vorgesehen war, zu unterstützen und für diese den Dresdenpass auch zu erhalten. Aber ohne Einsparung ist das nicht möglich. Wir regen daher eine Reform des Sozialtarifs für den ÖPNV an. Anstatt Wohltaten mit der Gießkanne zu verteilen, müssen wir Prioritäten setzen und in diesem Fall tatsächlich auf die besonders Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Wir schlagen in unserem Änderungsantrag vor, den Sozialtarif für Bezieher von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Wohngeld und Kinderzuschlag zu beschränken. Die ermäßigten Schülerbeförderungskosten sollen davon unberührt bleiben. Den Ergänzungsantrag der CDU haben wir selbstverständlich zugestimmt, denn was wir Stadträte von einer verantwortlich agierenden Verwaltung erwarten, ist eine zeitnahe Unterrichtung über drohende Finanzlöcher. Denn Frau Hartl, wenn Sie erst einige Zeit hier verbracht haben, werden Sie feststellen, dass wir jede Menge Vorlagen erhalten, die nach dem Friss- oder Stirb-Prinzip uns vorgelegt werden. Tun Sie da Ihre Erwartung, was Informationspolitik der Verwaltung angeht, etwas zurückschrauben. Nach 10 Jahren kann ich Ihnen das sagen. Was den Ergänzungsantrag der SPD, PVB angeht, so bitte ich die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen. Erstens, in welcher Weise hat die SPD bzw. PVB Kenntnis einer zum 31.12.24 von der Verwaltung erfolgten Kündigung des ÖPNV-Sozialtarifvertrags zwischen der LHD und der DVB erhalten? Zweitens, wo wurde diese Information allen Stadträten bzw. öffentlich zugänglich gemacht? Und drittens, die Grundlage für den Vertragsabschluss mit der DVB erfolgte auf der Basis des Stadtrats, eines Stadtratsbeschlusses. Auf welcher Grundlage wurde der Vertrag jedoch ohne Zustimmung des Stadtrates gekündigt? Und sofern der Antrag weiter zur Abstimmung steht, bitten wir hier um geteilte Abstimmung der Ergänzung in Punkt 7, zum einen der Rücknahme und der Kündigung zum 31.12. und zum zweiten die halbjährige Zwischenfinanzierung betreffend. Vielen Dank. So, es gibt weitere Wortmeldungen. Herr Engel und dann Herr Lorek. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, würde tatsächlich erstmal beginnen und auf den letzten Redebeitrag eingehen wollen, weil die Frage ist also ein bisschen, Sie haben jetzt gerade skizziert, ja, die Menschen im Alter liegen der AfD ganz besonders am Herzen, ja, dann ist halt die Frage, was machen Sie denn jetzt? Also, weil Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob eine Person die Grundsicherung im Alter bezieht, die derzeit einen Dresdenpass hat und ein rabattiertes Sozialticket bekommt, ob sie das weiter im vorgesehenen Umfang bekommt.
oder ob sie das ab 1.1. nicht mehr bekommt und demnächst ein Kündigungsschreiben erhält. Das ist die Option, vor der wir gerade stehen. Da können Sie sich entscheiden, machen Sie das eine oder machen Sie das andere. Das ist konkret. Ihr Antrag ist einfach nur wischiwaschi, der formuliert nichts Konkretes. Der sagt einfach, ja, lassen Sie uns das mal überarbeiten nach folgenden Maßgaben. Das hilft den Betroffenen in der aktuellen Situation in keinster Art und Weise. Und zum Thema Information vielleicht auch noch Folgendes, dass beim Dresden-Pass gekürzt werden soll, habe ich, glaube ich, war jetzt auch in der Sächsischen Zeitung tatsächlich auch schon zu lesen, wenn ich richtig das gesehen habe. Also das ist tatsächlich jetzt auch kein großes Geheimnis, wenn man sich auch ein wenig informiert. Und ich werde an der Stelle auch sagen, was geht es mit bei diesem Änderungsantrag? Es geht nicht darum, einen komplette Haushaltsdiskussion beim Thema Sozialticket auch vorwegzunehmen. Da hätten wir einfach gesagt, hier 2 Jahre, nehmt es bitte auf. Nein, wir haben gesagt, wir wollen einfach nur sicherstellen, dass wir die Thematik Sozialticket neben allen anderen Fragestellungen parallel diskutieren können. Dass man abwägen kann, ist das wichtiger, ist etwas anderes wichtiger. Dass man das einfach sauber miteinander besprechen kann und sagen kann, okay, Sozialticket bleibt so, muss gegebenenfalls verändert werden, das ist jetzt nicht meine Präferenz, oder wir machen es ganz anders. Diese Abwägung muss stattfinden, die sollte aber nicht im Vorfeld jetzt schon über Kündigungen und entsprechende, ich sag mal so, dann auch Effekte bei der Kundschaft konterkariert werden, sondern wir sollten die Diskussion wirklich strukturiert zusammenführen. Und das ist dann wirklich auch sichergestellt, weil der Haushalt wird erst im nächsten Frühjahr beschlossen und wir könnten dann wirklich es schaffen, mögliche Auswirkungen auch noch fristgerecht entsprechenden Kundinnen und Kunden auch zu übermitteln. Es geht darum, hier ein Stück weit eine Atempause auch hinzubekommen und das Ganze wirklich sinnvoll auch zu besprechen. Weil da hatte der Herr Oberbürgermeister tatsächlich recht. Er hat nämlich gesagt, er möchte über die Prioritätensetzung sprechen. Darüber muss im Haushalt gesprochen werden. Dann lassen Sie uns aber dann auch wirklich über die Prioritätensetzung auch sprechen und das an der Stelle auch machen. Und ich will auf eine Sache auch nochmal hinweisen. Es ist ja nicht so, dass das Sozialticket losgelöst ist von der restlichen DVB-Finanzierung. Wir wissen, wenn wir beim Sozialticket Dinge runternehmen, hat das auch bei der DVB wiederum Umsatzeffekte. Und das ist ein Stück weit auch so rechte Tasche, linke Tasche. Das, was wir beim Sozialticket zum Teil dann weniger ausgeben, das kommt uns am Ende über die Verlustfinanzierung bei der DVB wieder zurück. Das ist dann vielleicht ein anderer Geschäftsbereich, aber es ist am Ende immer noch derselbe städtische Haushalt. Deswegen würde ich Sie wirklich noch mal darum bitten, gehen Sie in sich, ob man nicht diese Brücke jetzt bauen kann und all die Fragen dann in Ruhe besprechen kann und jetzt hier keine Schnellschüsse stattfinden, die am Ende einfach nur für viel Unruhe auch in der Stadtgesellschaft sorgen, die wir eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht brauchen können. Vielen Dank. So, nächster Redner, Herr Leuk. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ja echt eine spannende Situation hier. Wenn ich mich an die letzte Sitzung erinnere, zeigte sich, dass bei den Themen, die zu der klassischen Links-Rechts-Spaltung führen, tatsächlich ungefähr ein Gleichstand der Stimmen auftrat. Die Situation scheint sich hier wieder abzuzeichnen bei der Diskussion über dieses Sozialticket. Nun muss ich Ihnen sagen, obwohl ich einer Partei angehöre, die nach Meinung des Verfassungsschutzes erwiesen rechtsextrem ist, neige ich im Moment dazu, dem Vorschlag der SPD zuzustimmen und meine Stimme dafür zu geben, dass das Sozialticket noch mal um ein halbes Jahr verlängert wird. Meine Überlegung dabei ist diejenige, da kam dieser Ausdruck Brücken bauen, die Mehrkosten für das Sozialticket mal ins Verhältnis zu setzen mit den Kosten, die entstanden sind durch den Zusammenbruch der Carola-Brücke. Wir verfressen also in gewissem Umfang Gelder, die zur Verfügung, zumindest abstrakt zur Verfügung stehen würden, zum Wiederaufbau der Brücke. Kann mir irgendjemand sagen, was der Wiederaufbau der Brücke ungefähr kosten würde? Nee, hat sie nicht gesagt. Es ist ja noch nicht mal. Na, wie viel ist es denn? Ach, ich habe nicht zugehört. Ja, ich bin so ein bisschen behörbehindert, das stimmt. Also wenn Sie auf meine Stimme keinen Wert legen, können Sie mir das auch so sagen, dann stimme ich Ihnen nicht zu. Und es könnte wirklich an meiner Stimme hängen. Also sagen Sie es mir bitte nochmal. Gut, dann muss ich mich selber nochmal bemühen. Gut, ich wollte also sagen, meine Absicht ist so abzustimmen, dass ich durch meine Stimmabgabe eine maximale Wirkung erziele. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit sind erstmal alle Redner abgearbeitet. Jetzt waren noch Fragen an die Verwaltung gewesen. Frau Dr. Kaufmann. Vielen Dank für das Interesse an der Vorlage. Und
Ihre Fragen. Ich versuche es mal systematisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihnen ist der Finanzzwischenbericht zugegangen für alle neuen Kollegen unter Ihnen. Das ist der Bericht, der im Grunde genommen abrechnet, was an Mehr- oder Minderbedarfen im Laufe des Jahres zu veranschlagen ist und informiert darüber, wie die Finanzsituation der Stadt ist. Dieser Finanzzwischenbericht, den haben Sie zur Kenntnis genommen, und diese Vorlage ist dringlich deswegen, weil das Geld für die Pflichtleistungen nicht mehr ausreicht. Und zwar noch im September sind wir nicht mehr zahlungsfähig. Insofern, wir kennen sehr genau, Herr Lehmann, liebe Kollegen von der CDU, unsere Finanzen. Wir kontrollen sehr, sehr differenziert. Wir haben Fachverfahren und können uns an dieser Stelle völlig transparent machen. Wir geben die Gelder aus, die Menschen verlangen können, weil es Gesetze gibt. Soweit, so gut. Und die Kosten steigen, weil das Personal, was assistiert, steigt. Und weil die Köpfe, die die Assistenzleistungen, die Hilfen, die sozialen Leistungen zur Verfügung gestellt bekommen, per Gesetz wachsen sind. Das hatte ich Ihnen gesagt. Zum Zweiten, das Sozialticket ist eine von zwei freiwilligen Leistungen im Sozialamt. Und Sie wissen, wie hoch unser Etat ist, den wir verwalten. Zum einen ist es die Mobilität für alte Menschen und mit Behinderung. Und zum anderen ist es die Unterstützung über das Sozialticket. Und ich denke, dass an dieser Stelle sehr deutlich, ich glaube, Herr Engel war es, gesagt wurde, die DVB gehört uns zu 100%. Sie ist nicht ausreichend ausfinanziert mit Landesgeldern, mit Bundesgeldern. Und damit, liebe Frau Walter, haben sich auch die Kosten für die Stadt, was die Finanzierung des Sozialtickets betrifft, letztes Jahr erhöht, auf Basis eines Stadtratsbeschlusses, weil wir jetzt nicht mehr 25% Kommune und 25% DVB bezahlen. Die DVB hat diese Gelder nicht aufbringen können, sondern wir haben die DVB-Gelder übernommen und zahlen damit 50% des Sozialtickets. Auch wenn das Sozialticket nicht mehr zur Verfügung steht, werden wir die DVB zu 100% ausfinanzieren müssen, dann eben ohne Leistungen für Einkommensschwache. Und persönlich denke ich, dass eine Mobilität eine Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe ist. Und ja, der Vertrag musste seitens der Landeshauptstadt vorbehaltlich ihrer Votierung gekündigt werden, weil im Etat keine ausreichende Finanzierung für diese Leistung von 50% kalkulatorisch für 20.000 Haushalte aktuell besteht. Ich denke, das waren die offenen Fragen. Und lassen Sie mich nur einen Satz sagen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Ihnen die Zahlen regelmäßig zur Verfügung zu stellen im Sozialausschuss. Wir können tagaktuell ziehen, was wir für Menschen mit Behinderung, für ältere Menschen, für Bedürftige über das Jobcenter wie über das Sozialamt an Kosten der Unterkunft zur Verfügung stellen, wie wir Wohnungslose begleiten, wie wir Obdachlose begleiten, wie wir im Gesundheitsamt auch süchtige Menschen und psychisch erkrankte Menschen begleiten. Vielen Dank. So, noch eine weitere Wortmeldung. Frau Walter, bitte. Überhaupt nicht beantwortet, nicht eine davon. Ich wiederhole sie nochmal. In welcher Weise hat die SPD bzw. PVP Kenntnis dieser Kündigung erhalten? Denn wir hatten diese Information nicht. Des Zweitens, wo wurde diese Information allen Stadträten bzw. öffentlich zugänglich gemacht? Über die Kündigung rede ich wohlgemerkt. Und drittens, die Frage lautete, warum, also die Grundlage des Vertragsabschlusses mit der DVB, das hatten Sie auch schon mal ausgeführt, war ein Stadtratsbeschluss. Auf welcher Grundlage wurde jetzt der Vertrag Ihrerseits, also seitens der Verwaltung, ohne die Zustimmung des Stadtrates gekündigt? Auch wenn Sie sagen, vorbehaltlich unserer Votierung, nur steht das ja heute überhaupt nicht zur Debatte, darüber abzustimmen. Ganz kurz, das kann nur die SPD oder die einreichenden Fraktionen erklären, woher sie diese Information haben.
Zweitens, wir können unsere Verträge oder die politische Votierung und damit auch die Richtlinie, die obliegt jederzeit Ihnen, wissend, dass momentan der Etat nicht mal für Pflichtleistungen annähernd ausreichend refinanziert ist, hat sich die Stadtverwaltung in der Pflicht gesehen, diese freiwillige Leistung vorbehaltlich ihrer Zustimmung zu kündigen mit der Option der sofortigen Verlängerung des Vertrages mit der DVB, sofern eine Mehrheit dafür zustande kommt. Das bedeutet also, dass ich keine Leistungen, Konnexität, wer bestellt, der bezahlt, an dieser Stelle als Kommune gegenüber unserer Tochter DVB in die Wege leiten kann, weil aktuell bin ich nicht in der Lage, diese Leistungen auszufinanzieren. So, das hat eine weitere Runde von Wortmeldungen gebracht. Herr Lehmann, Herr Breuer, Herr Lazinski. Ja, vielen Dank nochmal für die Erklärung, Frau Dr. Kaufmann. Was mich jetzt gerade nochmal zu der Wortmeldung bewogen hat, ja auch in Verbindung zu dem Ergänzungsantrag der SPD, die quasi die Fortführung des Sozialtickets fordert. Mich würde mal die Einschätzung, Herr Oberbürgermeister, in Zusammenhang mit dem Amt des Finanzbürgermeisters interessieren, weil wenn die Argumentation diese ist, dass die Gelder nicht vorhanden sind, um das Sozialticket in der bestehenden Art und Weise fortzuführen, und ich kann in dem Ergänzungsantrag auch keine Deckungsquelle finden, wie Sie mit einem positiv beschiedenen Ergänzungsantrag umgehen werden. Als nächster Herr Breuer. Ich muss nochmal nachfragen. Die Antwort auf die erste Frage von Frau Walter hat mich nicht so richtig befriedigt, weil die SPD wird uns das sicherlich nicht sagen. Meine Frage an Sie, Frau Kaufmann, oder an die Verwaltung generell, ich gehe jetzt davon aus, so wie ich Sie, sonst hätten Sie es ja gesagt, dass die Verwaltung die Information nie rausgegeben hat. Heißt das jetzt, dass außer der Verwaltung und der DVB logischerweise niemand von Ihrer Seite informiert wurde? Und noch Herr Lazinski. Ich würde es vielleicht ein bisschen spezifizieren, wenn Sie sagen, dass nur die SPD die Antwort auf diese Frage wissen kann, bedeutet das implizit, dass diese Information von Seiten der Stadtverwaltung gar nicht existiert, dass es die gar nicht gibt und dass somit ein Märchen ist, was sich die SPD ausgedacht hat. Und wenn das der Fall ist, wäre natürlich der Antrag hier obsolet. Das würde ich jetzt schon mal bitten, nochmal von Seiten der Verwaltung klarzustellen. Also, wer genau zugehört hat, hat sogar bei der Einbringung gehört, wo die Information her ist. Aber müssen Sie zuhören? Kann ich sonst nie helfen Ihnen? Zweiter Punkt ist... Nee. Aber haben Sie nie gesagt, aber davon mal abgesehen. Dann bei dem Thema Finanzierung. Da keine Deckungsquelle drin ist, wir aber über den nächsten Haushalt sprechen, gilt es dann im Haushaltsverfahren eine Umschichtung vorzunehmen für das erste Halbjahr, was ja hier beschlossen ist, dass da eine Deckung entsprechend irgendwas anders gestrichen werden muss, um das zu finanzieren. Was genau müssen wir miteinander dann verhandeln? So, nochmal, Herr Kiesling. Funktioniert das? Ja. Also, Herr Oberbürgermeister, ich will gar nicht zum Grundsätzlichen der Vorlage nochmal vordringen. Ich will nur eine Frage jetzt mal in der Öffentlichkeit stellen, die mir immer wieder aufstößt. Und in Frau Dr. Kaufmanns Äußerung tauchte es wieder auf. Ist es richtig, dass Menschen, die einen Rechtsanspruch auf eine soziale Leistung haben, diesen von der Stadt nicht erfüllt bekommen, weil aufgrund der inneren Finanzverfasstheit, aufgrund eines fehlenden Gremienbeschlusses oder einer Budgetzuweisung sozusagen Etats ausgeschöpft sind. Ist das richtig? Stimmt das, dass Menschen einen Rechtsanspruch nicht erfüllt bekommen? Und falls das so ist, bitte ich um eine umfangreiche schriftliche Darlegung, wie das sein kann und was zu tun ist, damit dieser Fall ausgeschlossen wird.
Das ist ganz einfach dadurch ausgeschlossen, wenn wir hier, und Sie sind der höchste Gremium für das Budgetrecht, dann die entsprechenden Umschichtungen bestätigen, sodass wir die Ermächtigung haben, um Auszahlung zu treffen. Denn wenn der Haushaltsposition ausgeschöpft ist, ist erstmal unsere Möglichkeit niemand. Dann kann ich, wenn Sie sich dem verweigern, kann ich dann immer noch sagen, ich gehe in Richtung Eilentscheidung, um den Rechtsanspruch zu gewährleisten und müsste Ihnen dann darüber Bericht ablegen. Aber am Ende der Tage als Gremium sind Sie mit dem höchsten Recht des Haushaltsrechts dazu auch verpflichtet, mitzuwirken. So, meine Damen, meine Herren, wir sind erstmal mit der Rednerliste am Ende, kommen wir jetzt zur Abstimmung. Dazu liegen drei Änderungsanträge vor, die zunächst abzustimmen sind und dann kommen wir über den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wir haben zunächst, mal das mal in der Chronologie des Eingangs oder der Vorstellung, wir sind jetzt in der Abstimmung. Ja, das ist doch, wissen Sie doch noch gar nicht, ob ich das vergessen habe? Naja. Es gibt drei Anträge, die da sind. Also, um jetzt so ein bisschen die Angst zu nehmen, es gibt den Antrag AfD, den würde ich zunächst abstimmen. Dann gibt es den SPD-PVP-Antrag, der gebeten worden ist, in zwei Teilabstimmungen zu machen. Einmal bis zurückzunehmen, so habe ich es verstanden, und dann den zweiten Teil. Und dann gibt es den Ergänzungsantrag von der CDU und alle diese Geschichten würde ich jetzt mit Ihnen durchstimmen. Sind Sie damit einverstanden? Sensationell. Dankeschön, Dankeschön. Tatsächlich, da haben wir noch was. So, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Haben zunächst den Änderungsantrag AfD. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 55 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zum ersten Teil des Satzes bis zurückzunehmen, Ergänzungsantrag SPD-PVP. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 23 Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Halbsatz und den bitte ich jetzt ebenso um Abstimmung und Ihr Stimmverhalten. Null, hätte keine Mehrheit bekommen. Dann ist jetzt der Antrag CDU abzustimmen, der im Punkt 10 eine Ergänzung vorsieht. Wiederholen wir mal, gegenüber dem Freistaat Sachsen und jetzt Komma, wie auch gegenüber dem Bund, Komma, einzufügen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Damit ebenso angenommen. Damit kommen wir zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Und da ist beantragt gewesen, dass wir jetzt alles, so wie wir das mit den Änderungen auch beschlossen haben, abstimmen. Und den Punkt 12 würde ich separat abstimmen, so war es gewünscht gewesen. Also erstmal alles ohne Punkt 12 und dann kommt der Punkt 12 noch. Wer also den geänderten und ergänzten Bericht zustimmen möchte ohne Punkt 12, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
68 Ja, keine Nein, keine Enthaltung. Damit so bestätigt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt 12. Wer dem Punkt 12 folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. ...41 Ja, 26 Nein, 2 Enthaltungen, damit auch bestätigt. Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt geschafft. So, jetzt machen wir den Weg nochmal zurück zu den Wahlen. Es ist mittlerweile ausgezählt. Und